Benjamin Najem, Sie sind jetzt gerade zum TSV Sasa in die Oberliga gewechselt. Was hat Sie vom Schritt hierher überzeugt? Also zum einen eben Danny Zankel, den ich seit der Oberliga, seit der Regionalliga inzwischen kenne und der mich quasi auch zum FC St. Pauli gebracht hat und eben der Kontakt zwischen uns nie abgerissen ist und wir immer einen sehr engen Draht hatten. Und unter anderem auch die Mannschaft selber, gegen die ich auch oft gespielt hatte mit St. Pauli in Testspielen und das eben auch hier neben meinem Wohnort ist und ich hier auch selber ein paar Spiele zugesehen habe, weil hier auch ein paar Freunde von mir spielen. Und im Endeffekt hat dann einfach das Gesamtpaket gestimmt, was mich dann hierhin gebracht hat. Die ersten Einheiten mit der neuen Mannschaft sind auch absolviert. Was ist denn Ihr Eindruck von dem Team? Also ich denke, dass das Team über eine sehr hohe Qualität verfügt, auch in der Oberliga zu den Top-Mannschaften gehört. Das war eben dann auch das Zeichen für mich, hierher zu kommen, weil ich eben immer noch auf einem hohen Niveau spielen wollte. Und man sieht in der Trainingsintensität und in der Qualität eben, dass wir schon sehr weit sind, jetzt auch vor unserem ersten Pokalspiel. Und ich denke, dass wir hier zu den Top-Mannschaften gehören. Sie hatten vor dem Wechsel her auch Angebote aus der dritten Liga, haben sich trotzdem für den Schritt aus der Regionalliga in die Oberliga entschieden. Ist das so ein bisschen ein Schritt zurück oder sehen Sie es eher als neue Chance nochmal an? Also ich denke nicht, dass das ein Schritt zurück ist für mich, jetzt in die Oberliga zu gehen, weil ich denke, dass ich hier immer noch meine Qualitäten abrufen kann, eben sogar, dass diese noch mehr auffallen können als schon in der Regionalliga und ich eben auch diesem Team weiterhelfen kann. Und mit dem Team haben wir natürlich auch große Ziele, die wir verfolgen und ich möchte dabei natürlich auch eine Rolle spielen, um eben diese Ziele zu erfüllen. Warum es im Endeffekt mit der dritten Liga nicht geklappt hat, das waren interne Probleme, wo es einfach nicht dann gepasst hat. Deswegen habe ich diesen Schritt nicht gewagt, weil das eben immer ein sehr großer Schritt ist. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Zuvor waren es jetzt 6 Jahre St. Pauli. Wie schwer fiel da der Abschied? Also der FC St. Pauli wird immer ein Teil in meinem Herzen bleiben, weil ich eben dort quasi aufgewachsen bin. Dort bin ich reif geworden, dort habe ich sehr viel erlebt. Eben mein Charakter hat sich da auch sehr gestärkt und das wird immer ein Teil von meinem Herzen bleiben, eine sehr schöne Erinnerung. Und auch beim letzten Spiel sind ein paar Tränen geflossen, weil ich eben 6 Jahre lang in diesem Umfeld tätig war. Und der FC St. Pauli war eben nicht nur ein Sportverein für mich, sondern das war wirklich Familie für mich und deswegen wird es immer in meinem Herzen bleiben. Auch international haben Sie schon gespielt, Sie sind afghanischer Nationalspieler. Was für ein Gefühl ist das? Das war natürlich ein sehr großes Erlebnis für mich, eben beim ersten Spiel die Nationalhymne zu singen. Das ist das, was ich glaube, jeder Junge erträumt, eben für sein Heimatland spielen zu können. Und das war ein Erlebnis, das kann man so gar nicht beschreiben. Das muss man wirklich selber einmal erlebt haben. Dann auch nochmal abschließend jetzt mit Blick auf die neue Saison. Was ist jetzt hier mit dem TSV Sasa? Ich darf leider nicht über konkrete Ziele sprechen. Ich spreche mal über meine persönlichen Ziele und das habe ich auch unserem Trainer gesagt. Ich bin hierher gekommen, um mit dem Verein erster Platz zu werden. Auf jeden Fall in die Top 5 zu kommen. Mein persönliches Ziel ist eben erster zu werden und hier die Meisterschaft zu feiern, weil ich eben ein Mensch bin, der sich immer gerne die höchsten Ziele setzt. Und wenn wir über mein persönliches Ziel sprechen, dann ist es eben dieser erste Platz. Ja, Benjamin Najem, dann herzlichen Dank für das Interview und ganz, ganz viel Erfolg mit dem persönlichen Ziel, dem ersten Platz. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.